besser können würde, würde ich es auch tun, ne? Halte nach weiteren dieser Kreaturen Ausschau. Naja. Was soll ich denn machen, wenn ich eine sehe? Du musst ihr guten Tag sagen. So macht man das hier auf Katorka. Okay, da drin nehme ich auch wieder Schrotflinte. Ich mag gerne das Messer benutzen. Auch wenn man einfach so in die Wand reinschlägt, wo nichts passiert. Oder in die Tür, ist auch mal geil. Oder hier, auf den Kameraden, ist auch mal cool. In den Kopf rein. Ach, sind wir jetzt ein Funkturm? Geil. Endlich. Endlich. In einem Antiquitätenladen hier. Finde ich auch. Ach du Scheiße. Da bedienen wir uns mal und tauschen. Valkyrie, ich denke mal, wir müssen da gleich vom Fenster aus welche abschießen. Lass ich die erstmal liegen. Seiten 1, hier ist Devlin 4-1, hören Sie mich. Seiten 1, hier ist Devlin 4-1. Ah! Sie haben eine seltene Technologie für Wachen. Okay, so, Fenster sind Sie verwenden im Waffenschrank, okay. Waffenschranken. Waffenschränken können Sie Waffen verbessern und Ihre aktuelle Waffe auswechseln. Die in den meisten Waffen, die Sie unterwegs finden, werden automatisch dem Waffenschrank hinzugefügt. Ich wiederhole, hier ist Devlin 4-1. Sie müssen unseren Funk stören. Alles die ganze Zeit russisch. Funktioniert auf dieser verdammten Insel denn gar nichts? Mach mal hier den Schaden höher. Verteilen Sie die Funktum? Wie jetzt? Ach du Scheiße. Jetzt geht's los, Leute. Das ist der dritte Weltkrieg hier. Bam. Ach du Scheiße. Was will der denn hier? Weg da, kusch, weg. Na endlich. Granate? Wo denn? Wo? Okay. Pam. Das ist nicht lustig. Pam. 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 Okay. Nachladen und weiter. Ach man. Pam. Pam! Wurde ich erwischt? Nee. Jetzt aber. Ach, denn sind noch mehr. Wie schön. Immer wieder nett, solche Leute zu sehen. Wir stecken hier den Schaden schön ein. Wir sind ja harte Typen. Wow. Wow, scheiße. Ziehen Sie sich zurück. Moment. Jetzt tausche ich die aber aus. Zurückziehen. Beweg dich. Scheiße, die sind reingekommen. Boah, was zur Hölle?
Was ist hier los? Wer ist das, der König? Captain Reko. Sie sind doch Captain Reko, nicht wahr? Nein. Schauen Sie mich sogar an. Ihr Name steht auf Ihrer Uniform. Amerikas bezaubernder Hand zu Individualität. Ich habe ein paar Fragen. Dann frag mal. Das ist alles, was du von uns bekommst, Ivan. Lies das an der Genfer Konvention. Diese kleine Unannehmlichkeit habe ich schon abgeschafft. Sehen Sie? Wir, das sind Offiziere des US-Militärs. Ich will mit jemandem aus unserer Botschaft sprechen. Ich denke, das wird aus einer Reihe von Gründen nicht möglich sein. Unsere Botschaft! Sofort! Was zur Hölle? Schon besser. Du Mistkerl. Dass sie in 50 Jahren keinen Tag gealtert sind. Es gibt nur eine Erklärung. Das ZMG, wo ist es? Was? Lauf! Durchgang. Catherines Anweisung. Offene Türen. Oh. Springen. Oh, Führendheit. Ah. Nach rechts. Boah. Treppe runter, rechts. Offene Türen. Boah, schneller. Links. Treppe runter. Boah. Nathaniel Renko. Sie sind hier. Genau wie mir 12 sagte. Sie müssen eine Menge Fragen haben, aber wir haben nicht viel Zeit. Danke, krieg ich wieder diese Scheißwaffe, ey. Hat er gerade Servo Scott gesagt? Naja. Drum. Hallo. Hi, Catherine. Da werde ich abschießen, ja? Scheiße, Catherine. Schön. Das ist eine Organisation, die man Mir 12 nennt. Hier, das sollte einige Ihrer Fragen beantworten. Catherine. Wo guckst du hin, Catherine? Guckst du auf die Verteilerköpfe hier? Egal. Ich denke mal, jetzt kommt ein Filmchen. Erstmal durchsuche ich hier die Gegend. Nö. Okay. Film ab. Wir sind Mir 12. Ja. Unsere Mission ist es, die Wahrheit zu offenbaren, die vor der gesamten Welt verborgen wird. In den 1950ern wurde auf der Insel Katorga 12 eine militärische Forschungsstation erbaut. Bis zum heutigen Tag leugnet die Regierung ihre Existenz. Das ist eine Lüge. Laut streng geheimen Dokumenten, die wir entdeckten, diente die Basis zu Forschungen mit dem Mineral E99. Das E99-Forschungsprogramm wurde von zwei Männern geleitet. Dr. Viktor Barisov, ein führender Forscher im Bereich Quantenphysik. Er hat das Ergebnis seiner Arbeit nicht mehr erlebt. Berichten zufolge starb er bei einem nicht geklärten Laborunfall. Dieser Mann übernahm die Leitung des Programms nach Barisows Tod. Er führte Russland in einen Krieg um die Weltherrschaft. Einen Krieg, der mit auf Katorga 12 entwickelten Superwaffen gewonnen wurde. Heute kennen wir ihn als Kanzler Nikolai Dimitschew, den Führer der Weltregierung. Die Ereignisse um Dimitschews Aufstieg zur Macht bleiben mysteriös. Unsere Organisation ist im Besitz von Aufzeichnungen, laut denen Dimitschew ein Betrüger ist. Sie werfen viele Fragen über Katorga 12 auf. Was ist dort geschehen, das Kanzler Dimitschew an die Macht brachte? Was kann so viel Zerstörung verursacht haben und so viele Leben gekostet? Alles deutet auf diese Struktur auf Katorga 12 hin. Die Singularität. Was ist die Singularität? Den Aufzeichnungen nach wird uns ein Mann zu den Antworten führen. Sein Name ist Captain Nathaniel Renko. Unsere Mission ist es, Captain Renko zu finden und ihm zu helfen, sein Ziel zu erreichen. Wir sind Mir 12. Wir offenbaren die Wahrheit. Aha. Ein führender Wissenschaftler am Singularitätsprojekt hat eine Geheimkammer gebaut. Sie müssen sie finden. Gehen Sie da durch. Hier, zwei Wege Kommunikator mit GPS. Gehen Sie! Suchen Sie Dr. Barisovs Labor.
Okay. Dann mache ich jetzt mal einen kleinen manuellen Cut, damit ich den Part auch richtig abschließe. Also den Part von einem großen Part. Ach egal. Wir sehen uns eh jetzt wieder in der nächsten Folge für euch. Und für mich geht es jetzt sofort weiter.